Warum war die Schlange vor dem Sündenfall listig? Warum steht in 1. Mose 3,1, dass die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes war? Dies war ja vor dem Sündenfall. List ist doch etwas Schlechtes, hat denn Gott nicht alles sehr gut geschaffen? Und zweitens, wofür musste die Schlange listig sein? Sie musste doch noch keine Beute machen, oder? Bibelstelle. N. 1. Mose 3,1. Das mit listig, wiedergegebene, hebräische Wort Arum, ist schwierig zu übersetzen. Meistens bedeutet es klug, oder kluger. So wird es stets im Buch der Sprüche wiedergegeben. Aber der Kluge verbirgt den Schimpf. Sprüche 12,16, ein kluger Mensch hält die Erkenntnis verborgen. Sprüche 12,23, jeder Kluge handelt mit Bedacht. Sprüche 13,16, die Weisheit des Klugen ist, auf seinen Weg zu achten. Sprüche 14,8. Aber der Kluge achtet auf seine Schritte, Sprüche 14,15, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Sprüche 22,3, im Buch Hiob ist es mit Listige, übersetzt, der Zunichte macht die Pläne der Listigen, und ihre Hände führen das Ausgeklügelte nicht aus, Hiob 5,12, denn deine Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund, und du wählst die Sprache der Listigen. Hiob 15,5, in beiden Stellen im Buch Hiob könnte das Wort auch mit klugen, wiedergegeben werden. Genauso verhält es sich in 1. Mose 3,1. Deshalb übersetzen Keil/Delitzsch, die Schlange war klug vor allen Tieren. Vielleicht bedeutet 1. Mose 3,1 zunächst einfach nur, dass die Schlange damals ein sehr kluges Tier gewesen ist, doch durch den Einfluss Satans benutzte sie ihre Klugheit zur Listigkeit. Oder, Satan benutzte ihr Klugheit zur Listigkeit. Listig sein ohne Klugheit ist eigentlich unmöglich. Die kluge Schlange wurde also erst dadurch listig, dass der Teufel durch sie wirkte. Mehr kann man kaum dazu sagen. Zum einen wissen wir nicht, wie die Tier- und Pflanzenwelt vor dem Sündenfall aussah. Zum anderen haben wir in der Bibel keine Information darüber, wie der Teufel von der Schlange Besitz nahm.